Hier ist ein interessanter Teil, der sagt, Al-Jihadu fi Sabilihi. Al-Jihadu fi Sabilihi. Was meint er hier? Meint er hier den finanziellen Aspekt oder den körperlichen Einsatz? Wir haben mal erwähnt, ne, wenn ihr euch erinnert, dass im Koran meistens, nicht meistens, immer, wenn die Rede vom Dschihad ist, wird immer das Vermögen an erster Stelle erwähnt und dann der eigene Lebenseinsatz an zweiter Stelle. Ja. Außer in einem einzigen Vers. In einem einzigen Vers ist es umgekehrt. Allah Ta'ala sagt, La yastawi al-mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Infiru khifafan aw thiqala wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Immer das gleiche. Amwal, anfus. Nur an einer Stelle, und zwar in der Aussage Allah Ta'ala, Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum. Ja, habt ihr gehört? Inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Yuqatiluna fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah Ta'ala hat den Gläubigen von den Gläubigen ihre Anfus gekauft. Er hat Anfus im Messer von Nafs, sozusagen, er hat sie gekauft. Er hat ihr Leben gekauft. Und ihr Hab und Gut. Erst Leben, dann Hab und Gut. Bi anna lahumul Jannah. Gegen das Paradies. Also, das Zahlmittel bist du und das erworbene Produkt ist das Paradies. Warum? Beziehungsweise, was ist genau der Ablauf dieses Handels oder was passiert da? Er sagt, yuqatiluna fi sabilillah. Sie setzen sich auf dem Weg Allahs ein, yani mit Leben, mit Geist, mit Leben und Hab und Gut. Warum wurde in diesem Vers die Reihenfolge nicht eingehalten? Wie sonst immer. Warum wurde hier das Leben oder der Nafs des Menschen, warum wurde das an erster Stelle hier erwähnt? Weil wenn der Koran ein gewisses Schema hat, Mesh, und dieses Schema wird gebrochen an einer einzigen Stelle, dann muss das einen Grund haben. Es kann rhetorische Zwecke, wegen rhetorischen Zwecken sein oder um etwas zu betonen. In sämtlichen Versen, in denen es darum geht, oder in denen der Begriff Al-Jihad bil-Mal vorkommt, da geht es einfach nur um den Aspekt der Handlung. Also da steht die Handlung im Vordergrund. Und der Nutzen des Vermögens ist breit gefächert. Man kann mit dem Vermögen, selbst wenn es um den Dschihad geht, kann man das vielseitig einsetzen. Also hat das Vorrang. Zumal es eine Voraussetzung ist. Das Vermögen ist eine Voraussetzung für jegliches Tun. Ohne das Vermögen kann nichts angestellt werden. Aber an dieser Stelle, in diesem Vers, steht nicht die Tat im Vordergrund, sondern ein Handel, ein Abkommen mit Allah Ta'ala, ein Tausch. Allah Ta'ala nimmt etwas. Und da wird das höher bewertete erst genannt. Nämlich das Leben. Nicht? Ja.